Guten Morgen, Leute. Ich bin angekommen bei meinem Bruder. Pünktlich, möchte ich dazu sagen, pünktlich. Wir starten mal wieder richtig professionell. Alex hat verpennt. Gleich. Schreibt mal in die Kommentare, wer da auch immer so begeistert ist wie ich. Wenn der Angelbuddy, den man abholt, einfach nicht bereit ist zum verabredeten Zeitpunkt. So, Freunde, jetzt sind wir angekommen, haben das Boot beladen und haben uns unsere Angelkarten geholt, alles was wir brauchen. Es ist extrem kalt, wir haben 2 Grad, aber ich glaube, es wird richtig gut. Alex weiß natürlich jetzt inzwischen auch, wo wir sind, ich habe es ihm gesagt. Freu mich. Beziehungsweise er hat geraten, er hat ganz viele Fragen gestellt, bis er dann irgendwann das Richtige raus hatte. Euch sagen wir es aber trotzdem nicht. Das hat auch nicht so lange gedauert. Naja, schon. Also ohne meine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Aber für mich als Hilfsschüler war es doch schnell. Ja, das muss man natürlich anerkennen. So, wollen wir keine Zeit verlieren. Jetzt geht's los, wir wollen jetzt Fische fangen. Und zwar Hecht und Barsch. Ich wollte schlechter Schluck machen. Ach, wer paddelt. Aber ich hab doch organisiert. Okay, los. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt! Nein! Scheiße! Wir sind zu dick. Die Tatschen langsam voran hier. Oh, alter Schwede. Aber wenigstens lächelt er jetzt mal. Deine Schnick, Schnack, Schnuck ist halt fair. Du darfst nicht immer so eine schlimme Worte sagen. Wir gucken auch Kinder. Wie, du bist ein Kunde? Ja. Ich will ja nichts sagen, aber wir müssen nach da. Alex, halt den Maul. Okay. Wir müssen erstmal rüber, da wo tief ist. Prost. Ah, wo tief ist. Die Fische stehen tief. Fische. Der Riesen. Ja, überhaupt erstmal nicht. Mann, ich hab so lange kein Hecht mehr. Ich bin deine Sohn. Der Barschflüsterer. Ich meine, der Barschflüsterer. Genau. Klingt schon mal gut. Sieht doch unheimlich gut aus. Die Route. Von dir können wir jetzt nicht reden. Bob. Gesundheit. Wo kam der denn her so plötzlich? Naja, das ist halt passiert, wenn man sich so richtig wohlfühlt, wa? Im kalten Boot. Also es ist ja nicht nur, dass das Boot kalt ist. Das Wasser ist kalt, der Wind ist kalt und die Füße auch. Bei Alex.
Ja, wir nicht. No way. Naja, no way. Ich wärme mich am Eisblock. Weiß ich nicht. Das war nicht weit heiß, aber es klingt hübsch. No way. So, morgen Leute. Teil 2 unseres Videos. Wie ihr gesehen habt, war jetzt im ersten Teil kein Fisch zu sehen. Wir hatten wunderschönes Wetter und einen tollen See. Wunderschönes Wetter ist relativ, wenn man die Rückfahrt mit dem Ruderboot bedenkt. Wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, um von unserem Spot wieder in den, nennen wir mal, Hafen zu kommen. Und dann, jetzt haben wir ein paar Tage später und wir haben uns gesagt, okay, wir machen ein bisschen Streetfischen und werden ein paar Barsche zuppeln. Das ist uns bis jetzt schon gelungen. Alex ist hier stark dabei. Wir haben die Anmoderierung jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, weil jetzt einfach hell ist, die Lichtverhältnisse ein bisschen besser sind. Wir hatten schon ein paar schöne Barsche dabei. Und live beim Anmoderieren Fisch, na besser geht's ja kaum. Ich vermute Querjahr. Alex vermutet das auch, ist uns nämlich heute schon zweimal gelungen. Und was kommt da? Ihr guckt euch jetzt erstmal die Bilder an, noch, die wir schon gemacht haben, aus der Dunkelheit. Viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ein dickes Tier. Passt auf. Oh, guckt. So wenig Licht. Was hast du gemacht? Gucken wir mal, ob wir die 40 knacken. Pass mal. Nee. Der kommt nicht auf 40, 35. Aber trotzdem ist das doch eine schöne Kirsche. Der Profi kann das doch wohl mit der Hand. Auf jeden Fall. Oh, das ist ein schönes Tier. Schau dir das an. Yay! Da ist der erste, auch für Alex. Es scheint an der Route zu liegen, denn Alex hat ein bisschen kalte Finger, deswegen habe ich ihm angeboten, mal schnell seine Montage neu. Schönes Teil, seine Montage neu zu machen und habe ihm meine Route gegeben in der Zeit. Petri, großer. Danke. Alex macht jetzt mal einen Köderwechsel. Habe ich jetzt auch gerade gemacht. Allerdings ein bisschen unfreiwillig, weil ich hatte einen Abriss. Der Klassiker. Mach jetzt mal was kleines Schwarzes dran. Sieht man das? So. Klein und schwarz. Und Alex, ups, was kleines Schwarzes auf dem See. Ich hatte gerade dieselbe Idee. Super. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was aus dem Wasser gekitzelt kriegen. Guck mal, 11 und 11, oder? Er meint ja. Also wir machen ja keine Werbung, aber das iPhone 11. Deins auch, oder? Was ist deins? Das ist ein iPhone 11.
Also geht einfach. Das ist so blöd, ey. Das ist so doof. Naja, was soll ich sagen? Unterschied von 30 Mark. So, weil ich immer das letzte Wort habe, darf auch ich jetzt mal was sagen. Und du bist ruhig. Halt, stopp. So. Wir waren jetzt in Potsdam und da ist die Kamera. Da so. Dann müsst ihr mal da. Ja. Jetzt. Wir verabschieden uns hiermit. Ist immer noch da die Kamera. Wir verabschieden uns hiermit. Mit diesem wunderschönen Blick hier. Sieht man ja nicht. Oh, mal, so tut noch mal zum Abspann. Ja, hatten jetzt nochmal einen schönen Barschvormittag, haben jetzt nochmal kurz im Angeln angehalten und unsere Vorräte wieder aufgefüllt. Und uns freut sehr, dass ihr uns wieder mal gefolgt seid und uns zugeschaut habt. Und wie ihr seht, es gibt solche und solche Tage am See. Lief es ja nicht. Wetter war bescheiden schön. Wir haben gefroren wie Sau, vor allem ich. Und jetzt beim Streetfishing war es wieder deutlich besser. Vor allem die Querjagden, die waren prima. Ne? Ja, richtige Aktion, die macht eine Route, wa? Da hat man gedacht, sonst was. Hey. War der Knüppel krumm. Das hat sich so angefühlt, als wenn das richtig wäre. Warte mal nicht. Und für die Leute, die uns noch nicht folgen, lasst ja ein Abo da. Ganz wichtig ist ein Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen habt. Und wenn ihr das Glöckchen anmacht, dann wisst ihr auch jederzeit, wenn ein neues Video rauskommt. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn zu dem Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, sind wir genau in der Zeit. Und bleibt schön gesund und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.